willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich begrüße euch heute hier aus dem Windpark Dassensen. Ja, ich stehe mal wieder hier. Mittlerweile über ein halbes Jahr, nachdem ich das letzte Mal hier war, stehe ich hier bei den Cypress-Anlagen. Ja, mittlerweile ist einiges passiert. Die Anlagen sind allesamt fertig und im Probebetrieb. Ja, 9 Stück an der Zahl. G5.5 158 Cypress mit 5,5 Megawatt auf 161 Meter Nabenhöhe. Ja, heute laufen 2, 4, 6 Stück. Ja, ich stehe hier gerade unter einer. Also fett sind sie ja alle mal, das muss man sagen. Die sind schon brutal. Ja, nur von der Maschine her muss ich sagen, relativ laut. Also das habe ich jetzt bei Nordex und Vestas nicht so. Die E-Nessel-Anlagen sind auch so relativ laut. Aber naja, also ich muss sagen, vom Design her gefallen sie mir echt gut mit der neuen Gondel hier. Muss ich sagen, nicht schlecht, gefällt mir. Aber naja, die Cypress ist ja trotzdem eine sehr, sehr umstrittene Anlage. Viele können sie ja absolut nicht leiden. Aber ich muss sagen, ich bin da offen. Ich finde sie jetzt natürlich nicht so gut wie andere, aber ich möchte mir erstmal selbst ein Bild davon machen und dann kann ich beurteilen, wie die Anlagen so sind. Ja. Interessante Dinger. Interessante Dinger. Ja. Da haben wir die gute. So, jetzt stehe ich direkt hier unter der Anlage und das sieht schon wirklich eindrucksvoll aus. Also das muss man sagen. Das ist schon echt heftig. Die sieht wirklich, wirklich fett aus. Also das muss man sagen. Ja, also die Anlagen sind echt fett. Na gut, 158 Meter Rotaldurchmesser, das ist auch schon ordentlich. Ja, hier sieht man jetzt die ganzen Dinger. Ja, es fängt leider wieder an zu regnen. Wie schon den ganzen Tag. Ja, wunderbar. Also muss ich sagen, die Anlage ist ja sehr unbeliebt. Ich finde sie tatsächlich auch relativ laut. Aber ich muss sagen, ansonsten finde ich sie jetzt gar nicht so scheiße. Ja, aber die sind wirklich fett. Ja, die Anlage hier oder alle Anlagen haben auch irgendwas hier am Turm, am oberen Adaptersegment. Da weiß ich aber nicht, was das ist. Ob das die Warnbefeuerung ist eventuell, könnte ich mir vorstellen. Die sieht dann aber irgendwie seltsam aus. Ja, und so stehen wir jetzt hier. Dann laufen die Maschinen doch jetzt mal. Krass, krass, ey. Ja, und bei uns kommen ja jetzt einige davon hin. Windpark Liebenau-Bratberg, 2 Stück. Dann Windpark Brakel-Schmechten, 2 Stück. Ja, also das ist schon echt fett, muss man ja sagen. Ja, fettes Maschinchen. Maschinchen ist auch gut gesagt. Krass, krass, ey. Ja, guck, dann haben wir die Anlage hier oder die Anlagen hier auch mal gesehen. Die werden in Zukunft hier jetzt häufiger stehen in der Region. Wir werden schon eine relativ G-lastige Region. Besonders in Hessen wird in Zukunft sehr viel Cypress gebaut werden. Ja, so ist das. Wunderbar, Freunde. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao.